Herzlich willkommen bei Rage and Run, eine neue Folge. Heute geht es um was Wissenschaftliches und das liegt an letzter Woche. Letzte Woche nämlich habe ich hier ein paar Tipps im Kanal rausgehauen, wie man aus einem Lauf-Motivationsloch herauskommt. Den Link dazu gibt es rechts oben. Und Stefan hat netterweise einen Kommentar dazu dargelassen und den Open-Window-Effekt erwähnt. Er meinte, dass er zurzeit vor allem Grundlagen trainiert, da dann die Gefahr, dass dieser Effekt zum Tragen kommt, nicht gegeben ist. Ich wusste noch so grob aus dem Studium, was das denn eigentlich war, aber ich wollte der Sache nochmal richtig auf den Grund gehen und ein bisschen recherchieren. Und die Ergebnisse dazu, die gibt's jetzt. Was ist der Open-Window-Effekt? Erstmal grob erklärt, beschreibt der Open-Window-Effekt einen Zeitraum nach einem Wettkampf oder einem intensiven Training, in dem der Körper besonders anfällig ist für Infekte. Zumeist sind das Erkrankungen der oberen Atemwege, aber es gibt auch andere. Gehen wir mal ein bisschen mehr ins Detail. Bisher ist es so, dass der Einfluss der Trainingsbelastungen auf das Infektionsrisiko relativ kontrovers diskutiert wird und man in der Wissenschaft noch keine eindeutigen Ergebnisse in den meisten Fällen bekommen hat. 1997 stellte Niemann zum Beispiel fest, dass das Infektionsrisiko zunächst einmal bei Sportlern sinkt, die moderat trainieren. Was ist moderat? Da gibt es unterschiedliche Ergebnisse. Niemann spricht von bis zu 5x45 Minuten lockeres Lauftraining pro Woche. Schahak spricht 2004 von Belastungen, bei denen der Laktatwert nicht über 3,0 Millimol im Blut steigt. Die Sportler, die in den Studien darüber hinaus trainierten, also mehr, bekamen ein höheres Risiko zu erkranken als Menschen, die überhaupt keinen Sport machten. Später schränkte Schwellnuss dann noch ein, dass dies wohl nur für Freizeitsportler gilt. Bei Profisportlern steigt das Risiko dagegen nicht so stark. Zurück zum Open-Window-Effekt. Bei jeder Belastung kommt es zu einer sogenannten Belastungsleukozytose. Das ist eine Reaktion des Immunsystems, die dazu führt, dass die Leukozytenanzahl, also die Anzahl der weißen Blutkörperchen, im Blut ansteigt. Dieser Anstieg differiert bei unterschiedlich starken Belastungen, wie man hier in dieser Grafik sehen kann. Schaut man sich die Lymphozyten an, das ist eine andere Untergruppe der Leukozyten, die speziell für die Infektabwehr wichtig ist, dann sieht man, dass diese nach der Belastung erstmal unter das Ausgangsniveau fallen. Bei moderaten Belastungen gelangen diese bald wieder auf das Ausgangsniveau. Bei intensiven Belastungen kann das aber schon mal einen Tag dauern. Diese Ergebnisse und die Erhebungen nach intensiven Wettkämpfen, nämlich dass viele Marathonläufer Infekte nach einem Wettkampf hatten, führten zu dem Schluss, dass es den Open-Window-Effekt gibt. Aber es gibt auch Gegenstimmen. Die Kritik ist, dass zwar die Lymphozyten weniger werden nach einer Belastung, es aber immer noch diverse andere Subgruppen in den weißen Blutkörperchen gibt, die in den meisten Studien nicht gemessen wurden und die sich positiv auf die Infektabwehr auswirken können. Auch gibt es Stimmen, die sagen, dass durch den Abfall der Lymphozyten das Immunsystem eher mobilisiert wird und aufmerksamer ist. Die vermehrten Infekte nach Wettkämpfen werden von den Kritikern des Open-Window-Effekts so erklärt, dass man sich halt in einer großen Gruppe aufgehalten hat und man dadurch natürlich eine größere Chance hatte, sich bei anderen Menschen einen Infekt zu holen. Zudem basiert die Mehrzahl dieser Studien auf subjektiven Empfindungen der Sportler, was zu einer großen Fehleranfälligkeit führt. Also, was können wir zusammenfassen? Moderate Belastungen scheinen sich definitiv positiv auf das Immunsystem auszuwirken. Dazu gibt es auch diverse Studien und nahezu keine Gegenstimmen. So können wir in der aktuellen Lage zwar keine Covid-19-Infektion verhindern, aber wenn das Immunsystem fit ist, dann reagiert es angemessen auf eine solche Infektion. Der Open-Window-Effekt wird in der Literatur zwar oft beschrieben, jedoch gibt es keine eindeutige Studienlage zu diesem Thema. Es gibt noch sehr viele Konjunktive in den zusammenfassenden Beschreibungen und auch Gegenstimmen. Das heißt, nochmal, moderate Belastungen sind gut und damit kann man definitiv nichts falsch machen. Intensive, also Belastungen im anaeroben Bereich, könnten sich negativ auf das Immunsystem auswirken, aber vielleicht auch nicht. So oder so gibt es trotzdem Möglichkeiten, wenn es ihn denn gibt, den Open-Window-Effekt, diesen halt abzuschwächen. Viel Schlaf, gute Regeneration, wenig Stress und die üblichen Hygieneregeln sind generell hilfreich, um Infektionen zu verhindern. So. Ich hoffe, ihr seid klargekommen mit den ganzen Lymphozyten und Leukozyten. War ein bisschen komplizierter heute. Ich hoffe, ihr habt trotzdem was mitnehmen können. Seid wieder dabei nächste Woche, wenn es heißt Rage and Run.
Lasst ein Abo da, lasst einen Kommentar da, lasst einen Daumen da. Macht das nicht scharf. Bis dann. Macht's gut. Tschüss.